Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Hobby Republic hier auf Steam Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben den 10. März 1971. Es sind weniger als 10 Jahre bis zu meiner Geburt. ich bringe das immer wieder runter. So ist es nicht. So, wenn wir. Das schaffen wir ja nicht, ne? Nee, das schaffen wir nicht. So viele Tage bis zu meinem Geburtstag schaffen wir es nicht, aber vielleicht bis zum nächsten Geburtstag schaffen wir es mal an meinem Geburtstag sozusagen, also, naja, zu spielen. So, gut, wie ihr seht, ich habe lange große Pläne mit diesem Spiel. So, was haben wir denn am Schluss der letzten Folge gemacht? Wir haben hier unten das angebaut, wir haben hier unten hingestellt, dass da eine Uni hinkommt. Ja, also eine Uni für gesundheitsgefährdende Sachen. Wir haben hier hinten die Baustelle für diese Straße aktiviert, die jetzt schon voll beliefert ist. Okay, dann kommen jetzt alle LKWs zurück, dann müssen wir nur noch das, also es sind nur noch zwei Stücke, sind wir nur noch weg von der NATO. Ist natürlich ein Riesenweg, ja, aber ist ja schon mal nicht schlecht. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Ferntransport, also das müsste man dann wahrscheinlich dann, vielleicht muss ich da auch eine Schiene noch lang denken. Egal, wie sieht es hier aus mit unserem Schienenverkehr? Hier liegt jetzt ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisenerz, dann müsste jetzt eigentlich Kohle holen wollen, wenn er denn was holt, wo ist er denn? Da ist er. Auf welchem Weg bist du gerade? Du bist jetzt, ja, du holst jetzt gerade ein bisschen Kohle ran. Sehr schön. Gut. Das funktioniert also soweit. Wir haben deswegen auch eine kontinuierlich gute Stahlproduktion mit jeden Menge Leuten, die da dran sind. Und wir haben hier schon 50 Tonnen Stahl auf Lager. Diese sind natürlich im Vergleich zu dem, was wir alles noch bauen wollen, fast nichts. Oh, eine Nachricht. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Eine E-Lok. Ja. Das ist sehr schön. Da brauchen wir aber gerade nicht. Die brauchen wir gerade nicht. So, hier sind alle Wege und Straßen alles schon gemacht. Das heißt also, hier kann ich dann innen drinne auch alle Servicegebäude machen, nachdem hier sozusagen die Kindergärten und alles gebaut sind. Ich weiß gar nicht, ob denn hier schon Arbeitskräfte hin verwandern. Das könnte durchaus sein. Das müssen wir dann mal rausfinden. So. Wenn wir das hier haben, wenn wir das hier machen, also hier haben wir die Dinger ja auch drin. Oh, hier fehlt noch irgendwas, kann ich hier noch machen. Na, mal gucken, was wir da noch hinkriegen. Gut, sonst sollte jetzt aber jeder Bürger quasi hier diese Mitte erreichen können. Interessant wird's Rathaus, was wir hier hinstellen, was wir da so machen können, was wir da so einstellen können, was wir da für Statistiken vielleicht auch sehen. Und das könnte mich natürlich sehr interessieren. Das Ganze ist ja hier unter Novigorod zusammengefasst und theoretisch müsste eigentlich jetzt dieses ganze Gebiet so heißen, weil sich das ja so langsam sicher ausdehnt. Ich weiß es nicht, ob es sich dann nochmal... Es ist ja nur, wenn du lange Lücken zwischen etwas hast, wie hier zum Beispiel lange Lücken, hier baust du ein Bauwerk, dann muss das eine Stadt heißen, hier baust du ein Bauwerk, ist auch eine große Lücke dazwischen. Und hier ist wieder so lang gewesen, deswegen hat er da wieder einen Namen vergeben und hier kommen wir ja dann an. Wie heißt das überhaupt hier? Stropani oder so. Naja, da kommen wir dann an. Gut. So, heißt also im Groben und Ganzen, eigentlich müssen wir schon wieder bloß warten, bis die Bauunternehmen hier fertig werden, aber hier sind jetzt sozusagen die Grundsachen alles schon gelegt, das heißt, hier sollten ja die ganzen Konstruktionsbüros durchaus jetzt dran arbeiten und das hier relativ schnell hochgezimmert kriegen. Und die grundlegenden Sachen, also die für Beton und so weiter und so fort, die sind ja schon wieder frei, ne? Das, die kann ich ja schon wieder hier... Ach ja, hier habe ich noch keinen Straßenanschluss. Na, dann machen wir das. Hier habe ich zum Teil auch noch keinen Straßenanschluss. Muss ich jetzt mir die Straßenanschlüsse schnell kaufen hier? So, hier ein, da ein und dort ein. Jetzt wird es auch noch dunkel hier. So, dann werden wir das hier mal den Konstruktionsbüros zugute tun. So, bitte da hingucken. Ja. So. 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 Gut, nächstes Konstruktionsbüro bitte. Wir hätten natürlich auch wieder zurückspringen können. Ah, da einhopsen, das hier nehmen und dann das und das Gebäude mit reinnehmen. So, springen wir zurück. Danke. So. Denn die ganzen Kipper und alles, die dann den Kies und den Beton und alles schon mal dahin fahren können, die können ja schon alle unterwegs sein, das ist ja gar kein Problem. So, die würden uns dabei ja sehr helfen, wenn wir das denn schon, sozusagen die grundlegenden Sachen dort haben. Ach, jetzt habe ich wieder nicht, zurückgesprungen, naja gut. So, geht ja auch so. So, dann haben wir nämlich da die nächsten, sagen wir mal, Kindergärten und Schulen, die hier gebaut werden können. Die natürlich weit ab von dem sind, dass da irgendwelche Leute hinlaufen, gehe ich ganz fest von aus. Ich glaube, der hier kann gerade so... Na, da kannst du... Warte.
Der kann das auch nicht erreichen, also der geht da nicht mehr hin, weil ihm das viel zu weit weg ist. So. Ja, Infrastruktur muss hier erstmal gebaut werden. Also das ist natürlich wichtig, bevor hier die Wohnblöcke sind. Kann ich denn eigentlich auch verbieten, dass die in Wohnblöcke einziehen? Also kann ich da auch direkt sagen, sozusagen, nö, den baue ich jetzt zwar, aber ihr könnt hier nicht einziehen. Ich glaube, es geht bestimmt auch, ne? Also man kann ja hier alles verbieten und sagen und vorschreiben. Warum sollte nicht auch das gehen, ne? So, wir gucken mal, wie hier hinten die Baustelle aussieht. Wie viel Kies brauchen wir denn hier? Ich glaube, da ist bloß einmal die ganze Bande unterwegs. Ach, da sind ja bloß, oh, bloß 5 LKWs. So. Und hier brauchen wir, na, da brauchen wir nochmal so 14 LKWs rund, die das denn da hinten hinbringen. Na gut, aber das kriegen wir dann auch hin. Und dann sollte nachher, sagen wir mal, kaufen wir 2 LKWs für unsere Kleidungsdödel hier, also diese Kleidung, damit wir die ganze Zeit herstellen. Die fünf dann Kleidung rum, interessant. Die dann halt nur dafür da sind, dass sie quasi mit ihrem LKW abhauen und die Kleidung wegbringen. Und dann eben genau die Kleidung ganz, ganz nach hinten bringen, dort, um dort ein bisschen was zu schaffen. So, dann können wir nämlich hier auch die, ne, hier hinten, theoretisch lassen wir überall Max-Arbeiter sogar zu. Okay, gut, das ist okay. Das, ne, das ist voll okay, das würde ich sogar so unterschreiben. Oder gut finden sogar, wenn das so klappt. So, gut. Jetzt, die haben wir jetzt angeschlossen hier, ne? Ja. So, da sind doch schon die ersten LKWs unterwegs mit Material, mit Baumaterial. Die bringen da schon mal was hin. Die Schule ist komplett fertig gebaut schon. Sehr schön. Benötigt Mitarbeiter und Lehrer. Ja, das kommt später alles. So, dann müssen wir natürlich auch noch den Feldweg dann daran legen, also den Fußweg. Und alle solche Geschichten. So, hier müssen wir noch die Straßenanschlüsse wieder kaufen. Damit wir hier die Gebäude quasi. Ach, das ist ja natürlich fieselig jetzt hier. Naja, gut, was. Kannst du halt nicht ändern, ist halt so, ne? Dann kann ich nämlich die als nächstes hier anschließen. Und sagen, macht mir denn mal die Dinger fertig hier. So, wenn sie nämlich hier durch sind, die LKW-Geschichten, und hier anfangen quasi mit dem Gerüstbau und mit die Leute da drauf rumarbeiten können, also beziehungsweise, dass die Kräne da rumstehen. Und der Hochbau, genau, das Wort habe ich gesucht, der Hochbau beginnt. Dann können wir nämlich hier schon wieder für den Tiefbau die Sachen in Betrieb nehmen. Ja, jetzt wird rapide gebaut. Ich hoffe auch, dass ich das denn sozusagen, also hier haben wir ja genügend Baumaterial für die Platten, also für unsere Plattenbauten. Das nimmt dann auch, schätze ich, relativ schnell ab, dann wenn wir hier die Plattenbauten legen und bauen. Aber ja, also teuer wird ja das hier alles, so ein Krankenhaus wird teuer, 43 Tonnen Stahl, das Ding hier mit 87 Tonnen Stahl. Das große Einkaufszentrum, also da ist noch sehr, sehr viel oder kann sehr, sehr viel noch passieren. So, dann müssen wir hier hinten die ganzen Straßengeschichten, dann müssen wir mal gucken hier, wenn ich die jetzt hier alle durchkaufe. Da geht wahrscheinlich richtig gut das Geld runter. So. Nochmal 6000, nehme ich mal noch. So. Was ist das denn hier? Das ist ja keine Gang, das steht so rum. Ah, okay. Gut. Wo ist die Straße? Na, komm. Weg ist weg. So. Sehr gut, dann haben wir hier die Straße auch fertig. Genau, und dann müssen wir dann bloß noch diese kurzen Stücken hier drinnen dann irgendwann mal einkaufen und dann ist alles gut. Und die Stücken könnte ich jetzt eigentlich hier erstmal entfernen. Dann sieht es da glatt aus. So. Gut. Schick, schick. So, es werden immer weniger Baustellensymbole hier, ne? Also von den Straßen. Das ist schon mal ganz gut so. Muss ich nachher mit dem Foto nicht ganz so viel ausblenden. Beziehungsweise, naja, dann irgendwann kann ich die Ausblendung auch weglassen und kann das einfach mal so fotografieren und muss dann nicht hier so sozusagen dafür sorgen, dass es ein cleanes Bild gibt. So. Hier ist auch, wird auch fleißig gebaut. Da sind jetzt auch gleich Leute auf der Baustelle, wenn der Bus da mal anhält. Nee, er hat keine Leute drin gehabt. Okay. Das ist halt eben das, was jetzt wirklich an diesen Baustellen hier dann so zum kleinen Problem wird. Also die müssen wirklich mit dem LKW quasi dann, oder mit dem Bus dann die Leute hierher frachten, weil hier halt noch keiner wohnt, der dann direkt auf die Baustellen läuft.
Also hier sind ja ein paar drin, aber na gut, die werden ja wahrscheinlich nicht auf die Baustelle laufen. So, wie sieht es hier aus mit den Studenten? Sehr gut, wir gucken nochmal ganz kurz. Ach, das wollte ich nochmal gucken. Hier mit unseren Fluchten, das wird wahrscheinlich noch ganz schön zugenommen haben. Dieses Jahr haben wir im März schon über 400 Fluchten. Das ist schon heftig. Also das ist jetzt im Schnitt zwischen, naja, um die 30 rum. Im letzten Jahr hatten wir Anfang des Jahres wesentlich weniger Fluchten. Ende des Jahres ist es gestiegen. Aber es liegt wahrscheinlich einfach nur am mangelnden Wohnraum. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Also ich denke, wenn wir einen neuen Wohnraum hier geschaffen haben, sollten sich das mit den Fluchten erstmal arg eindämmen. Und dann müssen wir natürlich die Arbeitskräfte noch anständig verbrauchen. Aber ich denke mal, hier oben kriegen wir jede Menge Arbeitskräfte rein. Ne? Also hier passen ja 220 Arbeitskräfte in 3-Schichtsystemen rein. Das heißt also, allein in diesen 3 Gebäuden kriegen wir hier, würden wir theoretisch 660, 1320... 1940 würden wir ankommen, glaube ich. Ne, warte mal. Ja, 1940 Arbeitskräfte würden wir quasi, wenn wir hier kontinuierlich die Kohleminen bloß in Betrieb halten wollen würden. Ne? Also, dann müssen wir natürlich dementsprechend auch Busse hier hochliefern. Also, ich glaube, diese eine kleine Bushaltestelle reicht jetzt nicht aus, aber Herrgott, so ist es manchmal im Leben. Ne? Aber dann würde hier wahrscheinlich kontinuierlich auch ein bisschen mehr Kohle kommen und das ist schon mal ganz gut. So, er konnte abladen hoffentlich. Ja, hat gerade Kohle abgeladen. Schätze, er geht jetzt auf... Ne, er holt nochmal Kohle. Aber okay, ja, hier sind noch 40 Tonnen. Das heißt, hier gehen auch nochmal gut 40 Tonnen runter. Das passt schon noch. Und dann kommt er hier wieder erstmal jede Menge Eisen. Also das läuft hier schon mal ganz gut. Das funktioniert erstmal. Da bin ich schon fast begeistert von. Hier ist die erste Reihe voll. Also auch gut. Wie viel liegen hier drin? Hier liegen 11 Tonnen drin. Über 70 Tonnen Stahl, meine Herren. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Ist bestimmt auch, sagen wir, finanziell gar keine schlechte. Bau hat aufgehört. Keine Arbeit auf der Baustelle, alles klar. Und hier sind Arbeit auf der Baustelle. Oh ja, hier sind ein paar Arbeit auf der Baustelle. Da kommen auch noch mal ein paar Arbeiter für die Baustelle. Sehr schön, da brauchen wir ja auch welche. Sind ja gerade keine da. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also Schule, Kindergärten hier oben werden gebaut. Wir sind noch im Tiefbau. Wenn das den Tiefbau hier verlässt, dann geht es quasi hier oben weiter. Mit den Kameraden, warte mal. Ja, mit den Kameraden und dann da oben mit den Kameraden geht es dann weiter. Das sollte sich dann einigermaßen halten. So. Wir haben also unsere Import-Export-Bilanz übrigens in diesem Jahr, beziehungsweise in diesem Monat, die wird relativ pari pari immer sein. Jetzt durch den massiven Import von Eisen und Kohle. Also wir kaufen jetzt doch massiv mehr Kohle ein. Also wenn wir jetzt dieses Jahr gucken, wie viel Eisen wir eingekauft haben. Ich glaube, da haben wir mehr schon eingekauft als letztes Jahr, oder? Dann können wir mal gucken. Hier Eisen, 800 Tonnen haben wir, seitdem wir Eisen selber produzieren. Das ist ja erst seit März letzten Jahres oder sowas gewesen oder April letzten Jahres. Da haben wir innerhalb quasi von 8 Monaten, also rund 100 im Monat eingekauft. Letzten Monat haben wir 150 eingekauft und dieses Jahr haben wir insgesamt beim Eisen schon knapp 700 eingekauft. Man sieht es immer, das ist immer einmal im Monat, ist dann einmal so ein großer Perk hoch, wo dann richtig mal was abgeholt wird. Naja, ist aber gut. Passt schon. Kann man ruhig noch machen, ne? Ah, diesen Monat haben wir auch zweimal abgeholt. Okay. Für 300 Rubel haben wir... Okay, gut, ja. Na gut, es läuft ja noch nicht so lange hier, ne? Dass wir da schon eine langfristige Statistik sehen, was uns das kostet und wie uns das quasi in der Bilanz zu schaffen macht. Aber früher oder später, sag ich mal, wenn hier 200 Tonnen Stahl liegen oder sowas, dann kann man ja durchaus auch mal hier die Produktion wieder drosseln und dann den Zug aussetzen und dann einfach sagen, okay, du verbrauchst das nur bloß unsere Kohle wieder, die wir dir geben. Vielleicht ist es dann auch schon so weit, dass wir genügend Kohle haben und kaufst die Eisenerz zu. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht Eisenerz kriegen und dann müssen wir vielleicht eventuell die Gleise sogar zum Kohlewerk und zum Eisenwerk legen. Kann ich hier, ist hier irgendwo, nee, das nimmt, dann muss ich jetzt hier so eine Verladestation für Zug denn daneben noch bauen, ja. Naja, gut, das ist ja nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, wo wir Eisen kriegen hier. Und nicht auf der Karte sehen, ne? Eisenerz wäre da hinten.
Ich wollte mich doch größer ziehen hier. So. Also hier bauen wir ja quasi unsere Strecke hin. Also hier könnte man geringfügig Eisenerz kriegen. Da ist hier schon mehr Kohle. Also hier ist natürlich massig Eisenerz, ne? Und hier. Oh, das mit dem Öl. Das Öl war in dem Becken und dort und da drüben. Und naja, theoretisch. Achso, das ist ja außerhalb der Karte, ne? Da können wir ja nicht mehr hinbauen. Also hier in dem See kann man sich Öl holen. Na gut. Da kommen wir später zu. So, dann machen wir die Karte wieder klein. So. So. Okay, gut. Also, ja. Also Eber an Eisen jetzt kommt, das dauert dann auch nochmal ein bisschen. Gut, hier ist natürlich auch noch schwierig mit den Kohlequellen, dass die jetzt gar nicht so gut sind, aber ich denke mal, wenn wir die hier kontinuierlich am Arbeiten haben und genügend Arbeitskräfte dann dafür freisetzen können, dann sollte das durchaus funktionieren. So, hier haben wir einen Stein angeliefert. Wir sind hier noch in der Tiefbauphase, aber nicht mehr lange, ne? Also angeliefert ist hier schon alles. Der geht schon in die Hochbauphase und der geht auch schon in die Hochbauphase. Okay. Dann können wir hier drüben weitermachen und die nächsten Gebäude quasi unseren Bauunternehmen zuweisen. So, und zwar wäre das dieses Gebäude und dieses Gebäude. Bitte gehen Sie zurück. Jennis. So. Dann aus. Du bekommst auch den Auftrag, diese Sachen hier zu machen. Und von dieser Straße, die ist noch im Bau dort hinten. Da haben wir noch nicht wieder Zeit für. Ja, drei Gebäude sind da. Okay. So. Sehr gut. So, dann haben wir da die nächsten Versorgungsgebäude quasi, die wir dann brauchen. Und jetzt dann, oh, jetzt müssen wir uns wirklich mal um den Strom noch kümmern. Das könnte uns nochmal finanziell ein bisschen belasten, aber da müssen wir uns wirklich dann demnächst drum kümmern. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir kümmern uns dann wirklich mal um die Elektrifizierung des ganzen Gebietes hier, dass wir hier hinten irgendwo Strommasten drin verstecken, oder vielleicht müssen wir die auch hier in die Ecken immer reinstellen, wobei wir die Ecke dann schon nicht mehr haben hier, ne? Da können wir schon nicht mehr, aber da müssen wir mal gucken, wo wir den hier müssen. Dann können wir ja hier den Strom reinstellen. Der sollte hier ja eigentlich ein ganz großes Gebiet abgrenzen, wo man sieht, wie weit der geht ja bis dahin vom Strom. Warte mal, wo steht der denn hier, oder? Das ist ja der Schalter da. Also der macht ja, ne? Der würde theoretisch auch die hier, glaube ich, noch gerade so versorgen mit. Also da können wir ein bisschen was machen. Von hier was rüberziehen, dahin bauen und dann von hier hinten vielleicht eventuell noch einen Schalter hier dazwischen bauen und dann hier hinten rüber gehen und dann hier dann da reinbauen. Das müsste gehen. Gut, alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Die Sonne geht wieder auf über unseren schönen Start. Wir gehen hier mal ein bisschen auf Tuchfühlung nach unten. Rein in den Wald und gucken von hier über die Stadt so ein wenig, wo hier das neue Baugebiet ist. Das ist doch ein richtig schöner Abchillort, wo man dann abends mit dem Auto steht, seine Freundin neben sich hat und einfach über die Stadt guckt und die Lichter genießt. Mit diesen Eindrücken verlasse ich euch jetzt. Viel Spaß. Tschüss.